gänzlich zu verschwinden. Ottmar Hitzfeld. 11 Titel sind rausgesprungen zwischen 98 und 2004. Weltpokal, Champions League und Deutsche Meisterschaft. All das muss er jetzt überhaupt gar nicht mehr erreichen. Es würde reichen, wenn zumindest die Champions League-Qualifikation dabei herausspringt. Aber nach dem Absturz gestern 0:3 beim 1. FC Nürnberg ist auch das hochgradig fraglich. Bernd Schmelzer ist geschockt. Inferno-Blick am Tag. Seit 18 Jahren. Jetzt weiß ich, was auf mich zukommt und dass die Aufgabe schwer wird, das war klar. Dass sie so schwer wird, bin ich etwas überrascht. Hier ganz große Bayern, dort ein ziemlich kleiner Club, das war einmal. Denn in aller Beschaulichkeit hat Hans Meyer, dem Heimkehrer, die ganz große Show gestohlen. Was der Ottmar Hitzfeld, der kommt und ist 48 Stunden dort. Was soll er dort machen? Er kann nur mit seiner Person erstmal kommen und wirken. In der traditionell starken Anfangsviertelstunde enden aber bereits jedwede Hoffnungen auf Münchner Besserung in Sachen Spielkultur und Defensivverhalten. Das ist so wie ein Ferrari-Motor. Ja, hochsensibler. Da muss jede Abstimmung stimmen. Wenn einige Baustellen da sind, dann hat jeder Spieler plötzlich mehr mit sich selbst zu tun. Konzentriert sich fast nur auf seine Arbeit und nicht mehr fürs Team. Nürnberg hat es leicht, ist im Mittelfeld flexibler, über die Außen konsequenter. Wittek verpasst die vorzeitige Entscheidung. Sagnol, der sich selbst zum Kahn-Nachfolger als Kapitän erklärt hat, trabt nur neben ihm her. Auch seine taktischen Umstellungen zeigen keine Wirkungen. Hitzfeld spielt mit zwei Sechsern vor der Abwehr, doch das Personal insgesamt genügt den hohen Ansprüchen einfach nicht. Beispiel Pizarro, abgekocht von einem 18-jährigen Amateur Spiranovic. Hitzfeld hatte auf seine Routine gesetzt, doch der Peruaner bleibt mehr Coiffeur als Sturmanimateur. Mit Podolski sollte die Zukunft nun endgültig begonnen haben. Die Bayern sind fast ausnahmslos bei Standards. Gefährlich, Hargreaves zählt noch zu den Besseren. Schäfer verlebt einen ruhigen Abend, Hitzfeld nicht. Ich bereue gar nichts. Ich habe mich gefreut auf diese Aufgabe. Und ich hätte auch warten können bis Montag. Aber ich habe gedacht, jetzt muss ich sofort die Mannschaft kennenlernen. Jetzt habe ich sie ganz gut kennengelernt heute. Und ich freue mich auf die Aufgabe, dass es spannend wird und dass viel Arbeit auf mich wartet, dass einem nichts geschenkt wird. Das ist meistens so im Leben. Die Bayern 2007. Mit dem Ziel, die Nummer 1 zu sein und der schonungslosen Wirklichkeit vor Augen. Von Meisterschaft spricht seit gestern niemand mehr. Nur noch von Schadensbegrenzung, von Neuaufbau. Zu viele satte Profis, zu wenig Kämpfer. Als und vor allem wie Schrot sein 6. Saisontor erzielt, verschlägt es selbst Kahn die Sprache. Und gerade ihn bräuchten sie derzeit dringend. Olli ist der Kapitän, er hat jetzt spielt jetzt eine andere Rolle auch innerhalb des Teams, dass er versucht, junge Spieler mehr zu führen und mehr auf pädagogischem Gebiet Arbeit zu leisten. Aber ich wünsche mir schon auch wieder mal, dass er wieder mal eine Kabinentüre eintritt oder Schuhe irgendwo in die Ecke wirft, nicht nur die Handschuhe. So wird man ihn sicher wieder mal erleben, zum richtigen Zeitpunkt. Ein Weckruf scheint dringend notwendig zu sein. So leblos präsentierten sich die Bayern. Insbesondere nach dem 0:2. Kein Aufbäumen, keine Gegenwehr. Als Wittek Van Beuten so lange malträtieren durfte, bis er endlich getroffen hatte, waren alle Clubstürmer an diesem Abend erfolgreich gewesen. Mit dem Seitenwechsel auf Reinhardt, der nimmt Galasek mit. Und dann wird's schnell Schrot mit dem Ball. Ein Blick, ein Pass und Zajenko umkurvt Oliver Kahn und bleibt ganz cool. Das verdiente 1:0 für den Club in der 13. Minute. Saisontor Nummer 6 für den Russen. Früher Schock also für Ottmar Hitzfeld und seinen Assistenten Michael Henke. Und so einfach ist es derzeit, gegen die Münchner Tore zu machen. Ein Pass in die Schnittstelle der aufgerückten Viererkette. Kahn versucht zu retten, bleibt dann aber stehen, um keinen Elfmeter zu riskieren. Und der Rest ist Formsache für Zajenko.
Wie also schon vor einer Woche in Dortmund der frühe Rückstand für die Gäste. Gegen den BVB gelang den Münchnern aber die schnelle Antwort. Und auch jetzt fanden sie besser ins Spiel. Salihamidžić hier im Zweikampf mit Pinola. Und immerhin gab es einen Eckball. Das war eine Sache für den derzeit enorm in der Kritik stehenden Bastian Schweinsteiger, der, das kann man vorwegnehmen, auch in Nürnberg nicht seinen besten Tag erwischte. Schweinsteiger also und in der Mitte lauert Lucien. Doch Raphael Schäfer und Andreas Wolf klären mit vereinten Kräften. Schweinsteiger nochmal mit der zweiten Chance. Bezeichnet aber, was er daraus macht. Er konnte nicht zufrieden sein mit dem Auftritt seiner neuen, alten Mannschaft. Reagieren musste aber zunächst Hans Meyer, der den gelb-rot gefährdeten Pinola nach 19 Minuten vom Platz nahm und dafür den tschechischen Nationalspieler Jan Pollak brachte. Der brauchte wahrlich nicht lange, um auf sich aufmerksam zu machen. Hier kommt er an den Ball, wird nicht richtig angegriffen. Ein Blick, die präzise Flanke und Wittek! Robert Wittek mit der Riesenchance zum 2:0. Philipp Lahm guckt nur zu, ein kurzer Armeinsatz reicht, um Sagnol loszuwerden. Und Oli Kahn bleibt nur der Blick zur ihm in dieser Situation beistehenden Querlatte. Auch wenn diese Szene keine Auswirkungen auf das Ergebnis hatte, folgenlos blieb sie trotzdem nicht. Denn nun machte sich erneut Verunsicherung breit bei den Gästen. Lucio mit dem schlimmen Querpass. Schrot auf dem Kilometer. Kann der Brasilianer seinen Fehler wieder gut machen? Und dann ein Paradebeispiel für den Münchner Spielaufbau. Lucio kommt gerade noch an den Ball und dann ist er aber auch schon sofort wieder weg. Viel Glück hier für Van Bommel. Und der mit einer Art Geistesblitz. Makai gegen Spiranovic, doch Raphael Schäfer. Reaktionsschnell. Nichts war es also mit Saisontor Nummer 11 für den Holländer, obwohl er vom 18-jährigen Matthew Spiranovic, der sein Debüt in Nürnbergs Startelf gab, nicht mehr entscheidend gestört werden konnte. Gut hatte sie bislang gestanden, Nürnbergs Hintermannschaft, und damit das auch so blieb, gab es lautstarke Anweisungen von Hans Meyer. Auf den ersten Blick wirkte er ein wenig ruhiger, aber innerlich schien es auch in Ottmar Hitzfeld zu brodeln. Aus dem Spiel heraus ging weiter wenig zusammen bei den Gästen. Chancen fast nur nach Standards. Ecke Schweinsteiger und Salihamidžić. Keine schlechte Kopfballverlängerung eigentlich, doch Makai verpasst knapp am langen Pfosten. Die Qualität des Münchner Auftritts in Halbzeit 1 abzulesen an den Mienen von Karl-Heinz Rummenigge und Franz Beckenbauer. Es musste was passieren, das wussten sie. Und das wusste auch Ottmar Hitzfeld, der in der Pause reagierte und Lukas Podolski für Hasan Salihamidžić brachte. 3 nominelle Spitzen also nun in der Bayern-Elf und kurz nach Wiederanpfiff auch gleich die erste Chance. Sagnol beim ruhenden Ball und Schweinsteiger. Der Nationalspieler endlich mal entschlossener als Mnari. Sein Kopfball aber zu ungenau. Die Nürnberger blieben das gefährlichere Team und das vor allem, weil ihnen die Bayern weiterhin viel Platz zum Kontern gaben. Wittek ist das. Der schaut und sieht den mitgelaufenen Sajenko. Glück für die Münchner, die ihre Unordnung in der Defensive auch im ersten Spiel unter Ottmar Hitzfeld überhaupt nicht abstellen konnten. Andere Seite, Freistoß Bayern, und das macht der ansonsten sehr unauffällige Owen Hargreaves. Kein schlechter Schuss des englischen Nationalspielers, doch Nürnbergs starker Schlussmann Schäfer reagiert erneut glänzend zum Entsetzen der Bayernbank. Die Münchner Zurückhaltung in der Defensive hatte sich nach gut 70 Minuten auch bis zu Nürnbergs Abwehrspieler Andreas Wolf rumgesprochen. Der spaziert durchs Mittelfeld. Gresko mit viel Platz und das ist die logische Konsequenz. Markus Schroth mit dem 2:0 für den Club. Keiner fühlt sich zuständig für Nürnbergs Mittelstürmer und der bedankt sich mit Saisontor Nummer 6. Bei den Bayern kamen mit Scholl und Santa Cruz 2 weitere Offensivkräfte, aber für die Highlights sorgte weiter nur das Team von Hans Meyer.
Zajenko auf Wittek. Der versucht's einmal, zweimal und dann ist's passiert. Die Münchner resignieren. Die Nürnberger jubeln. Seit Mai 99 hatten sie auf einen Sieg gegen die Bayern warten müssen. Und dass es an diesem Abend so einfach werden würde, hatten sie vermutlich selber nicht erwartet. Unbedrängt kommt der Slowake zum Abschluss. Keine Abwehrchance natürlich. Für Oli Kahn. Ernüchterung bei den Bayern nach einem Auftritt, der selbst das Ziel Champions League-Qualifikation fraglich erscheinen lässt. Den Nürnbergern reichte jedenfalls eine gute, aber keineswegs überragende Leistung, um den Münchnern die höchste Saisonniederlage zuzufügen und das mit so vielen Hoffnungen verbundene Comeback von Ottmar Hitzfeld gründlich zu verderben. Die Ergebnisse im Überblick. Cottbus Bochum 0:0, Frankfurt.